Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 3, Nachwahl eines Schriftführers. Mit Ablauf des 31. Juli 2018 hat Herr Dr. Frank Blechschmidt auf sein Mandat als Abgeordneter des Hessischen Landtags verzichtet. Mit der Ihnen vorliegenden Drucksache 19 6662 schlägt die Fraktion der FDP den Abgeordneten Stefan Müller-Heidenroth für die Nachwahl vor. Werden weitere Vorschläge gemacht? Das ist nicht der Fall. Wenn sich kein Widerspruch erhebt, bitte ich, über diesen Wahlvorschlag abzustimmen. Wird der Wahl durch das Handzeichen widersprochen? Das ist nicht der Fall. Wer dem Wahlvorschlag Drucksache 19 6662 zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist das gesamte Haus inklusive der Abgeordneten Öztürk. Damit frage ich nicht nach Gegenstimmen. Ich stelle fest, dass der Abgeordnete Müller-Heidenroth als Schriftführer des Hessischen Landtags gewählt wurde. Ihnen alles Gute bei dieser verantwortungsvollen Aufgabe. Applaus